Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Und, was geht denn jetzt schon wieder ab? Uns werden hier schon wieder Türen eingeschlagen. Das gefällt mir, das freut mich. Und immer da unten, ne? Da muss ich mich immer dafür sorgen, dass hier hinten nochmal anständig ausgeleuchtet wird. Weil das nervt schon tierisch ab hier. Hallo. Ruhe ist hier jetzt. Hallo, ihr beiden. Tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gestört gefühlt von diesen Zombie-Idioten, die hier schon wieder rumspinnen. Oh! Hallo! Was geht mit euch ab? Oh Gott! Stimmt ja, die gibt's ja jetzt auch. Ja. Das war jetzt sehr schlau. Ich hätte mich vielleicht vorher heilen sollen. Das wäre vielleicht ein Vorteil gewesen. Alleine schon deswegen, weil ich ja eben ohne Rüstung rumrenne. Oh Mann. Gott sei Dank bekomme ich das Zeug jetzt alles noch. Oh Mann, wie nervig ist das denn? Ja gut, und vielleicht wäre es auch ein Vorteil gewesen, hier zuzumachen. Das könnte durchaus sein. So, jetzt hole ich mir aber mein Zeug ganz schnell wieder. Als erstes das Schwert. So, dann das andere Zeug. Oh Mann. So, jetzt kommt hier. Wo sind sie jetzt, die Zombies? Sind sie wieder hier unten? Hallo? Und hin. Das war's schon. Ja! So kann's gehen. Kommst du auf deinen Server und geht's hier gleich rund. Ja, die Ausleuchtung. Die Ausleuchtung muss jetzt so bald wie möglich gemacht werden, weil sonst... Hallo? Geh weg! Hallo! Weg mit dir! War das der kleine Zombie, der diese Geräusche gemacht hat? Machen die so ein schleimiges Geräusch? Nee. Das ist eine Spinne, oder? Das ist kein Schleim. Hört sich nur wie ein Schleim an. Creeper? Da unten sind mehrere Zombies. Vorne sind mehrere Spinnen. Okay. Ja, das mit der Ausleuchtung im Dorf, das wird jetzt allerhöchste Eisenbahn. Das wird jetzt allerhöchste Eisenbahn. Da dürfen wir jetzt nicht mehr warten. Ja, weil ihr habt mir verschiedene Ideen geliefert. Und in den Playlisten von euch für Julia Trin habe ich natürlich die Videos auch verlinkt. Zumindest die, die mir per Video geschickt wurden. Jetzt bringen wir die hier auch nochmal um. Da, komm her hier. Na komm her da. Bei Fuß will sterben, ne? Ich hoffe halt, dass Inventory Tweaks bald mal geupdatet wird. Damit ich mich da auch mal darum kümmern kann, dass mir das dann nicht kaputt geht und damit ich dann auch mein Lager dementsprechend aufräumen kann. Jetzt komm schon. So, der ist hin. Jetzt sollte auch gleich hin sein. Die Zombies hier in diesem Texture-Pack gefallen mir so ziemlich gar nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt komm schon rauf hier, Zombie. So, jetzt dann sind die beiden schon mal hin. Und jetzt sollte ich mich dann echt um die Laternen kümmern. Wobei ich ja eigentlich auch unheimlich gerne am Leuchtturm weiterarbeiten möchte. Ich denke mal, natürlich hat es eigentlich Priorität, uns hier drum zu kümmern, dass hier die Laternen stehen. Auf der anderen Seite habe ich gar keine so wirkliche... Hallo? Hörst du auf? Oh Gott, ich sollte was essen. Habe ich gar keine so wirkliche Lust, jetzt hier an den Laternen rumzubasteln. Das sind jetzt wieder die Sachen mit den Prioritäten. Aber ich denke mal, solange es Nacht ist, kann ich ja zumindest mal kurz zeigen, für was ich mich letzten Endes entschieden habe, beziehungsweise es mir nochmal in Ruhe hier im Real Life so quasi anzuschauen. In Real Life hört sich blöd an. Also in meiner eigenen Welt, so muss ich sagen, wieso habe ich jetzt Real Life gesagt? Real Life? Oh mein Gott. Uah! So. Müssen wir bei Holzerzeugnisse reinschauen. Wir haben noch ein paar Zäune. Okay, wir brauchen die Zäune. Glowstone brauchen wir. Und zwar Glowstone und keine solchen Lampen. Die Lampen, die können wir dann noch für was anderes hernehmen. Und wir brauchen Falltüren. Von denen ich jetzt nicht mehr weiß, wie man die gemacht hat. Wie hat man Falltüren gleich nochmal gemacht? Ich weiß das gar nicht mehr. Das war die Werkbank. Ja, nee, ist schon klar. Ha. Oder macht man die mit Stickies? Naja, egal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir können jetzt zwar... Ich nehme jetzt nochmal die Bretter mit. Ich wollte mir sowieso eine Axt holen. Dann passt es ganz gut, dass wir hier sind. Ich schaue jetzt nochmal.
oder gegen die mit Stickies. Da draußen sterben die Viecher gerade munter vor sich hin, ne? So. Machen wir Stickies. Ging das mit denen hier? Ne, mit denen. Oder so? Aber da habe ich jetzt einen zu wenig. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, wie die jetzt gingen. Glaubt ihr mir, also die Falltüren, die kann ich mir irgendwie nie merken. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? So. Nee. Ach, dann weiß ich es auch nicht, wie es ging. Ach, da muss ich mich mal irgendwann mal in Ruhe erkundigen. Alter, was da abgeht. Das ist ja grauenhaft. Es ist so grauenhaft. Da unten geht's ab wie nochmal was. So, ich brauche jetzt mal die Axt. Dann nehmen wir uns mal die kaputten hier mit. Und nochmal eine heile Axt. Dann kloppen wir das Zeug mal alles weg. Ja, heute bin ich nicht ganz so aufgedreht. Aber sowas passiert natürlich auch mal. Ah, nee, wenn man in eine Aufnahme reingeht und schon wieder damit startet. Hallo, Ruhe mit euch da. Wenn ich wieder damit starte, dass einen die Zombies über den Kopf jagen, da. Boah. Ja, nee, keine Ahnung. Ja, was die Lampen angeht, ich kann sie ja jetzt zumindest mal ganz kurz vorführen. Und zwar fand ich eigentlich diese Variante hier eigentlich ganz cool. Ganz cool, wenn man das so macht. Aber dann noch einen dran. Also eine relativ Standardvariante, wie man sie schon sehr oft gesehen hat. Nur halt mit zwei weg. Ich denke, so werden wir die Laternen am Ende machen. Nur vermutlich eins höher, ist klar. Und dann eben die Falltüren noch dran. Ich denke, das ist eine schöne Idee. Die sind nicht so klobig, passend viel, viel besser rein. Und es ist doch so, dass da oben ein Streifen fehlt. Hatte mein Abonnent tatsächlich recht? Nee, weil ich dachte mir, als ich so hinging, ja, da ist nur ein Streifen. Dann bin ich aber innen raufgegangen und hatte aber das Gefühl, dass zwei Streifen sind. Deswegen dachte ich echt, ich hätte nur einen Knick in der Optik. Aber ich habe mich wohl doch nicht getäuscht. Na super. Naja, egal. Heieieiei. So. Dann müssen wir hier nochmal ganz kurz für rote Wolle sorgen, damit wir das da oben auch ausbessern können. Weil wenn wir keine rote Wolle haben, dann bringt uns das gar nichts. Dann passt es aber eh noch gut, dass das jetzt noch aufgefallen ist, weil jetzt können wir es noch ausbessern, ohne ewig zu brauchen. So. Nehmen wir noch ein bisschen anderes Zeug auch mit. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen rot und weiß auch dabei haben. Rot und weiß, ich meine natürlich grau und weiß. Ja, heute bin ich ein bisschen verwirrt. Mir gefällt das Texture Pack auch von den Schafen her so ziemlich gar nicht. Ne, muss da unbedingt noch mich jetzt an die Tage hinsetzen und das Texture Pack umbauen. Ich werde viele Texturen von diesem Texture Pack benutzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es wirklich ein paar Texturen gibt, die mir unheimlich gefallen. Aber so bestimmte Sachen werde ich definitiv vom Herrn Sommer Texture Pack übernehmen. So, ihr habt mir auch gesagt, dass hier eine Treppe nicht richtig connected hat. Schauen wir jetzt mal. Ach, tatsächlich hier. Was seid ihr aufmerksam? Ist ja Wahnsinn. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Gut, dann müssen wir das wegmachen. Und schauen wir mal, ob wir das auch hinbekommen. Weil das hat mich schon ziemlich geärgert in der letzten Folge, diese Stufen hier anzubauen. Und natürlich ärgert es mich wieder, war ja klar. Aber immerhin connected es hier. Na, dann schauen wir mal, ob wir es vielleicht nicht jetzt irgendwie so hinbekommen. Ah, das ist, also die Stufen sind schon ärgerlich. Oh, so funktioniert es jedenfalls nicht. So viel ist klar. So. Mein Handy habe ich auch wieder nicht auf lautlos gemacht. Ist wieder eine E-Mail reingekommen. Ach Mensch, was ist denn los hier? So, jetzt, na. Aber jetzt passt's, ne? Das war die einzige Stelle, die nicht gepasst hat. Okay, super, dann haben wir das auch. Meine Güte, sowas Kompliziertes aber auch. So, dann gehen wir jetzt rauf. Nee, tatsächlich, das ist hier wirklich nur ein Block. Nee, hä? Moment. Das ist nur ein Block, aber es sieht aus wie zwei. Oh, das ist ja kein Wunder, dass ich mich das so getäuscht habe. Na gut, kein Problem. Gehen wir einmal rundum. Ich wollte sowieso dieses Holz hier wegmachen.
Letzten Endes bin ich im Moment ziemlich verwirrt, weil ich hatte mich zwischendurch für anderes Baumaterial entschieden, dann wollte ich es aber dann plötzlich doch nicht mehr. Letzten Endes hat mich das jetzt so verwirrt, dass ich momentan gar nicht mehr weiß, welches Material ich verwenden soll und welches nicht. Eines ist sicher, Glas wird dabei sein. Oh, Mann, Mann, Mann. Ah. So, dann tragen wir halt alles wieder ab. Ja gut, es ist zum Glück nicht viel, was weg muss. Das ist ja auch schon was. Stellt euch immer vor, wir müssen einen halben Turm abtragen. Das wäre ja grausam. Einen halben Turm? Boah. Wo ist die Schere? Ach, die ist auch schon fast kaputt. Dann wären wir wenigstens schneller. Ja, hilft nicht. Ach, das sind wir eh schon. Schaut her, das ist eh nicht viel, was wir abtragen müssen. Das eine rote hier könnte man vielleicht... Nee, das machen wir auch weg. Das hier machen wir auch weg. Ich hätte mir noch eine Schere mitnehmen sollen, ohne Scheiß. Ja gut, wir rechneten aber auch damit, dass wir nochmal die Schere benötigen. Dass aber auch das hier mit Schere abbaut, finde ich irgendwie ein bisschen schwachsinnig. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Und was ja auch stimmt, ist ja tatsächlich so, dass wenn man den Minecraft-Launcher neu startet, dann synchronisiert er wieder komplett neu. Dann sind auch die Villager-Sounds wieder drin. Das ist sehr ärgerlich, weil ich lösche dann die Villager-Sounds raus und dann stürzt Minecraft erstmal ab. Dann muss ich Minecraft erstmal neu starten. Zum Glück nicht den kompletten Launcher, weil sonst hätte ich ja wieder die Töne drin. Also das ist schon ein bisschen ärgerlich, muss ich schon ehrlich sein. Ach nee, die Schere ist ja eh... Ach, die ist noch ganz voll. Kann das sein? Hat die nur so einen komischen Balken? Nee, die ist kaputt, oder? Ach, zum so abbauen nutzt sich die nicht ab. Jetzt habe ich's. Ich glaube, die nutzt sich so gar nicht ab. Aber ist trotzdem schneller. Das ist ja cool. Das finde ich jetzt aber bombastisch. Ist das ein Fehler? Oder ist das Absicht? Hey. Da kommt man aber weit. Leg mich am Hocker. Okay, super. Dann können wir ja jetzt anfangen, das hier auszubessern. Was haben wir denn jetzt? Ach Gott, schmeißen wir das Ei runter. So, jetzt danach brauchen wir hier nochmal eine... Oh, wie das aussieht da unten. Nochmal eine Reihe rot und eine Reihe weiß. Oh, nee, Schmarrn, zwei Reihen weiß. Ja, dann wird der Turm nochmal höher. Was soll's? Oh, Mann. Ich bin ja schon unheimlich gespannt, wie er aussieht, wenn er fertig ist, weil ich bin mir ja immer noch nicht 100% sicher, wie er am Ende ausschauen soll. Das ist immer das Schwierige. So, jetzt aber. So, dann haben wir da einmal rundum. Dann brauchen wir jetzt die weiße Wolle. Mit der müssen wir zweimal rundum. Ich fand die Idee auch sehr schön, am Turmende Lianen anzubringen. Weil wenn ich wirklich vom Turm fallen sollte, dann muss ich mich nur in Richtung des Turmes bewegen im Fall und kann mich so auffangen. Das Problem ist, was mir dann im Nachhinein kam, nachdem ich den Kommentar beantwortet habe, dass ich dann das Problem habe, dass mir das dann den ganzen Turm zuwuchert, wenn ich nicht schnell genug bin. Dann kann ich mir wieder ein Gerüst bauen, nur um die ganzen Lianen wegzubringen. Und das wäre dann auch wieder negativ. Von daher, ich finde die Idee wirklich voll cool, aber ich glaube, das sollte ich doch nicht machen. So, jetzt schauen wir mal. Ich glaube ja fast, ja, ich bin halt so stark am Überlegen, was ich für ein Material nehme. Eigentlich ist das Fichtenholz gar nicht mal so übel, weil es eine schön dunkel ist. Ja, ich bin mir uneins. Ich könnte es schon nehmen. Ich mache es jetzt mal so. Ich lege jetzt mal den Boden hier mit dem Fichtenholz aus. Und dann schauen wir mal, wie mir das gefällt. Weil ich hatte auch überlegt, ob ich es nicht auch mit dem Netherzeugs mache, mit dem ich das Fundament gemacht habe. Aber, naja, ich glaube, das passt nicht für einen Leuchtturm vor oben. Ich finde, da passt das mit dem Holz schon um einiges besser. Wobei natürlich auch Cleanstone seinen Reiz gehabt hätte. Es ist gar nicht so einfach. So. Da will er sie nicht anbringen. Da müssen wir vorsichtig nach unten. Na, geh nach unten, Minecraft-Mensch. Uah! Das war aber nochmal Glück hier. So. So, jetzt dann sammelt man das Zeugs hier ein. Da müssen wir noch Fichtenholz holen. Also ich glaube, dass schon Cleanstone fast am besten wäre. Cleanstone und Cobblestone, wobei dann die Frage ist, ob es nicht bescheuert ausschaut, weil es hier unten auch nicht verwendet wird.
Oh, wo kommen jetzt die Ruckler her? Die Framerate bricht auch gerade ein bisschen ein. Oh, wie mies ist das denn? Ja gut, das könnte daran liegen, dass Java schon wieder meint, es muss hier einen auf. Ah, bitte update mich machen. Ah, ich hasse es, wenn Java ein Update verlangt. So, jetzt schauen wir mal. 10 haben wir. Mann, hör du zu lecken auf, ich sag's dir. Jetzt schwimmen wir mal hier rüber, mitten in den Lecks. So ärgerlich, wie es ist. Dann werde ich dem PC wohl eine kurze Verschnaufpause geben, bevor ich nochmal eine Folge aufnehme. Ich muss jetzt die nächsten Tage dann auch für die Gamescom ein kleines bisschen Vorrat machen. Auch da bin ich noch gar nicht dazu gekommen. So, rein da. So. Hallo. Müssen wir auch mal wieder mit den Angeboten schauen. Ja, da wird schon ziemlich schön. Oder wir nehmen doch das Nieterzeugs her in Verbindung mit dem. Ah, es ist so eine schwierige Entscheidung. Ich weiß es selbst nicht so genau. Ich glaube, ich werde es doch mal mit dem Nieterzeugs versuchen. Und wenn es mir nicht gefällt, baue ich es einfach wieder ab. Müssen wir aber Glasscheiben auch noch besorgen. Ja, gut. Nachdem mein PC mir jetzt einen auf ich ruckel dir einen macht, muss ich mich an dieser Stelle leider verabschieden. Es wäre einfach ärgerlich, wenn der PC jetzt die ganze Zeit vor sich hinruckelt. Ich sage auf alle Fälle an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.